So, die Sachen sind gepackt. Jetzt habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken und dann geht's gleich los. Irgendwann so in einer Viertelstunde kommen die Jungs runter. Noch gerade sagen, was sie so die Woche über machen wollen, sollen, wollen. Ja. Und dann muss ich los, auf nach Berlin. Zum ersten Kunden habe ich 3,5 Stunden Fahrzeit. Boah, ich habe keine Lust, so weit zu fahren. Aber gehört wohl dazu. Tja, gestern war es ganz schön. Wir haben gestern ja bei uns auf der Terrasse gesessen. Das Pool, das hatte so innerhalb von 3 Stunden auch 3 Grad Temperatur zugelegt. Also ich habe es ja die ganze Zeit nicht geheizt, weil es ziemlich kalt draußen war. Also konnte ich die Heizung, eigentlich brauchte ich die Heizung doch hier drinnen mehr. Ja, haben die aber trotzdem dann angemacht und ja, es war dann nachmittags irgendwo bei 24 Grad und das ist mehr als genug. Also sonst ist das Ganze auch irgendwann nicht mehr erfrischend. Dann war ich gestern Morgen beim Sport gewesen. Ja, mit dem Fahrrad. Ich habe die neuen Pedalen dran gebaut. Ey, die sind top, wirklich. Da kannst du super barfuß Fahrrad fahren. Also das ist klasse. Hatte erst so meine Bedenken, weil die in der Mitte ja so einen Schlitz haben. Aber das ist wirklich kein Problem. Das ist sowas von gemütlich. Auch mit den Five Fingers und mit diesen Schuhen mit dünner Sohle. Das ist immer ein bisschen schwierig bei diesen normalen Pedalen. Das geht zwar dann schon, aber das drückt doch heftig, weil du nur so zwei so Kanten hast, wo du quasi drauf stehst, ne? Und die haben jetzt eine richtige Fläche. Perfekt. Jetzt kann ich radeln wie ein Großer, ne? Hab das dann gestern auch gleich ausprobiert, hab da ein bisschen trainiert noch, weil heute Morgen und übermorgen werde ich wahrscheinlich nicht zum Training kommen. Das heißt, übermorgen bin ich mir nicht sicher. Da habe ich Mittag den letzten Termin. Mittag? Nee, Vormittag sogar. Das könnte sein, dass es da abends noch klappt, aber meistens bin ich dann nach dieser Fahrerei auch so fertig, dass ich da nicht groß fahren werde mehr zum Sport. Also das, ja, von daher war es gestern nochmal ganz gut. Wie gesagt, einen schönen Abend haben wir gehabt und heute Morgen war um 5 Uhr die Nacht vorbei. Ich muss das Auto noch packen. Hab da allerhand an Werkzeug, was ich reinpacken musste. Und diese ganzen Geräte, die ich da tauschen soll, natürlich eingeladen. Und dann sind so ein paar Sachen, Werkzeuge und sowas. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine 28er Pressbacke. Das heißt, dass ich 28er diese Fieger. Na, wie heißt das denn? Quetschfeld-Dingezug bekomme, wenn mal was ist. Hausanschlüsse sind ja nicht immer mit Stahlrohr oder mit Gewinden, sondern das kann auch mal sein, dass es ein Kupferrohr ist oder ein Edelstahlrohr oder so. Da musst du dir gerade ein Fitting holen. Das ist kein Problem, den gibt es da überall. Aber dann musst du mit der Pressbacke und mit der Maschine das aufpressen. Und dann klack, 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 ist das dicht, ne? Dafür musste ich die Maschine haben, habe ich auch alle Backen, also 15, 18, 22 ist jetzt dabei. Ich glaube, sogar eine 12er für den Fall der Fälle, dass mal irgendwo eine kleine Leitung noch abgeht. Aber ich brauche dringend noch diese 28er Pressbacke, da muss ich gleich mal nachschauen. Die fehlte mir jetzt noch. Und ein bisschen Vermitt für die Dichtung. Also die Dichtung, die schmiere ich immer flach, wenn ich flachdichtende Verschraubung habe. So muss ich erstmal anfangen. Dann nehme ich die Dichtung, mache immer so ein bisschen Vermitt, also so ein. Ja, das ist so eine Dichtpaste für Gewindedichtungen. Kennt ihr das vielleicht? Wenn man so Hanf mit Hanf ganz nach alter Sitte ein Gewinde eindichtet, macht man am Ende noch so ein bisschen Neofermit dran. Das ist ein Hersteller für Gewindedichtpasten einfach. Das ist so auf Fettbasis, Öl irgendwie ein bisschen was Schmieriges, dass der Hanf dauerhaft. Ja, elastisch bleibt, sage ich mal. Sonst trocknet der irgendwann aus und dann wird er undicht. Nicht bei Wasserleitungen, aber bei Gasleitungen zum Beispiel. Deswegen macht man das da drum. So, ja, Kaffee habe ich noch einen fertig gekocht, jetzt gerade eben erst. Ist jetzt wirklich der erste Schluck gewesen. Ich bin zu noch nichts gekommen, aber dafür ist das Auto fertig gepackt. Ich kann jetzt gleich sprechen mit den Jungs und dann kann ich gleich losfahren. Ich habe um 13 Uhr ja erst den Termin. Das heißt, in der Sache her wird es reichen, wenn ich um 9:30 losfahre. Fahre ich aber auch schon um 8 Uhr los,
ist es für mich natürlich besser, weil dann habe ich 1,5 Stunden irgendwo noch Luft, wenn irgendwo, es wird garantiert irgendwo ein Stau sein. Es ist heute Anfang der Woche, Pfingsten ist vorbei. Ich denke, ich werde da ein bisschen stehen, auch zwischendurch. Da fällt mir gerade ein, ich werde mal mein Podcast-Equipment mitnehmen, hier den H4, den Zoom und ja, nehme ich die Actioncam auch mit. Ach, fürs Vloggen kann ich das Handy nehmen. Das macht so super Aufnahmen, das brauche ich nicht. Nee, da werde ich sagen, so machen wir das. Vielleicht auch ein Video vom Hotelzimmer machen oder so. Mal wieder vorstellen, keine Ahnung. Ich gucke mal, was ich mache. Keine Ahnung, bin noch nicht so weit. Mal schauen, wie das überhaupt ist. Wenn es was Empfehlenswertes ist, da war relativ günstig, ich glaube 45 € oder was für eine Nacht. Da kann man eigentlich nicht meckern und ja, wenn es was taugt, zeige ich euch das mal. Ja, sonst wünsche ich euch einen angenehmen Wochenstart und schaut mal zu, dass ihr, na, wenn ihr in Berlin seid, könnt ihr euch ja mal melden, irgendwie über die bekannten Kanäle hier, Twitter oder meinetwegen auch auf Facebook, wenn da irgendwo, Twitter wird wahrscheinlich besser laufen unter BobsonBob1970. Werdet ihr mich auf Twitter finden und da könnt ihr mich dann auch mal anschreiben. Dann können wir uns vielleicht auf ein Bierchen treffen oder so heute Abend. Oder morgen Abend bin ich auch noch da. Und dann mal schauen. Naja, sonst, ich wünsche euch was, ne? Bis die Tage mal oder bis morgen. Macht's gut. Ciao, euer Bob.